Kurz mal meine Meinung zu Polo Ferrari. Musikvideo ballert Eddie von Cavani. Dieser Beat ist schärfer als Wasabi. Leider waren die Bitches bisschen Larifari. Yo, Dimos, was geht ab und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Und zwar hat Gamer Brother aka Broski ein neues Musikvideo rausgeballert und rausgehauen. Und das möchte ich gerne mit euch zusammen anschauen und darauf reagieren. Also ich habe das Musikvideo schon gesehen, ich habe mir schon so eine kleine Meinung gebildet. Würde mich mega interessieren, falls ihr das Video schon gesehen habt, beziehungsweise das Musikvideo von Broski, was eure Meinung über das Video ist. Ich habe mal so ein bisschen in die Kommentare reingeguckt. Mega, mega viele Leute feiern das. Gibt aber auch einige, die es nicht so krass feiern. Wie gesagt, würde mich mega interessieren, was denkt ihr über das Video? Ballert es einfach in die Kommentare. Ich habe genug gequatscht, ist mal ein anderes Video, ist mal eher so ein Reaktionsvideo. Naja, wie auch immer, wir schauen uns mal das Video an und ich werde einige Sachen dazu sagen. Auf geht's. So, jetzt geht's los, bin gespannt. Auf geht's. Boah, ich unterbreche kurz, aber ich will halt zunächst mal sagen, der Beat ist einfach mega, mega geil gewählt. Mega geil zur Atmosphäre, werdet ihr auch gleich sehen. Mega, mega geiler Beat, hat mir mega gut gefallen. Ist so ein Beat, Gänsehautmodus, ne? Gänsehautmodus. Andere Rapper fahren Maybach. Lelele für ein bisschen Reibach. Doch ich brauch keinen dicken Benzer. Häng die Rollie straight aus dem Fenster, Bro. Sorry für die Unterbrechung, aber spielt mega, mega gut mit seiner Stimme. Also ist nicht so monoton. Man kennt YouTuber, die rappen, Alter. Die rappen einfach monoton vor sich hin. Finde ich mega gut. Also er hat einen Flow drin, er hat einen Stimmwechsel drin. Ja, der Erste, der es reingebracht hat, glaube ich, in die deutsche Szene, war es Nemo. Ist zwar jetzt natürlich nicht so krass wie bei Nemo. Nemo ist ein professioneller Rapper. Das darf man natürlich nicht vergleichen. Aber spielt mega, mega gut mit seiner Stimme, mit seiner Stimmlage. Das ist geil. Das ist mega, mega geil. Und passt auch vor allem gut zum Beat. Der Don und der Chef, Hype in den Chat, Legende im Game, so wie George zu dem Best. Ich over the top, ihr best of the rest. Number one für die Ewigkeit. Bleibe VW Polo Gang auf Lebenszeit. Das Einzige, das ich zu bemängeln habe, Jungs, ist halt wirklich die Dame im Video. Die haben mich jetzt nicht so ganz gecatcht, ne? Du hättest dir echt vielleicht ein paar wirklich Playboy-Bunnies reinstellen können. Vielleicht war das auch so gewählt für die Atmosphäre, ich weiß nicht, aber die Ladies haben mich echt nicht gecatcht, Digga. Hättest du ruhig vielleicht mal ein paar Granaten reinpacken können. Vor paar Jahren wurde ich noch ausgelacht. Kennst du das Gefühl, wenn jeder Auge macht? Over the top, ich flow wie ein Gott, bring dickere Parts, wir billigen Schrott. Bei dir sind jetzt jedes Single zusammengewachsene Augenbrauen, wie ich, Mann. Abgehoben wie der Wendler. Aber deine Bitch, ja, sie kennt's ja. Mein Style ist Retro Atari, denn ich komme im Polo Ferrari. Polo Ferrari. Polo Ferrari. Jetzt sind wir bei der Hook. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch keine richtige Punchline rausgehört. Also sind gute Lines, keine Frage, aber waren halt jetzt nicht so richtige Brecher drin. Und jetzt sind wir bei der Hook. By the way, Aussehen ist Geschmackssache, aber mich haben die Damen echt nicht gecatcht. Aber hat ja auch nichts mit dem Musikvideo, hat ja auch nichts mit der Musik zu tun. Von daher kann man da mal zwei Augen zudrücken bei den Ladies. Wie gesagt, Aussehen ist Geschmackssache. Aber so zwei, drei Damen im Bikini, so mit Champagne in der Hand, Alter. Hätte ich mir schon gut vorstellen können, neben einem Broski, Alter. Und dann so auf dem Arsch, bam, bam. Wär schon nice gewesen. Polo Ferrari. Ja, der Bratan fährt im Polo Ferrari. Polo Ferrari. Polo Ferrari. Polo Ferrari. Dicker Spoiler wie Inessa Armani. Ich sag mal so, Hook hat mega, mega viel Potenzial. Vor allem im Rap-Game aktuell, ja, da wiederholt man sowieso 20 Mal das Gleiche. Und es hat wirklich dieses Polo Ferrari. Man möchte mitrappen, ja, man möchte mitrappen. Mitrappen. Vielleicht wäre es ein Tick geiler gewesen, die Hook. Vielleicht wäre sie ein Tick geiler gewesen, wenn ein bisschen Autotune mit drin gewesen wäre. Ich weiß, jetzt werden sich alle beschweren, wieso Autotune. Jungs, ist einfach aktuell im Geschehen dabei, ja. Man braucht einfach Autotune für die Hook. Auf jeden Fall Ohrwurmfaktor, was die Hook angeht. Vielleicht so ein kleines bisschen Autotune. Ich weiß, vielleicht ist er kein Fan davon, weiß ich jetzt nicht. Aber so ein kleines Tick Autotune und ich glaube, die Hook hätte noch mehr geballert. Feier ich, ja, vielleicht ein bisschen oft wiederholt, aber hat auf jeden Fall Ohrwurmfaktor, meiner Meinung nach.
Könnt ihr mal gerne eure Meinung in den Chat schreiben. Ich weiß nicht, ist da Autotune drin? Ich höre das nicht raus. Also ich höre keine Autotune raus. Leute machen Auge auf mein Superstar-Wagen. Will ich Leute mundtot machen, muss ich Router vortragen. Das meine ich, Jungs, das meine ich. Viele Rapper können das gar nicht mit der Stimme, mit der Stimmlage spielen. Und das macht einfach richtig gut. Dafür, dass er kein professioneller Rapper ist, muss man ja auch dazu sagen. Mega, mega gut, feier ich. Feier ich auf jeden Fall. Ich so Google Chrome und du so Bro, sorry, aber die hat Augenbrauen wie ich, Digga. Die hat Augenbrauen wie ich zusammengewachsen, Digga. Ferrari, denn ich komme im Polo Ferrari. Jetzt bisschen vielleicht zu oft, die Hook bisschen vielleicht zu oft, aber ich glaube, jetzt kommt eh nichts mehr, oder? Polo Ferrari. Ja, der Bratan fährt im Polo Ferrari. Polo Ferrari. Ja, doch, ist vielleicht bisschen lang gezogen jetzt zum Schluss nochmal Polo Ferrari. Hätte ich vielleicht einen Tick kürzer gemacht, aber ist Geschmackssache. Im großen Ganzen, ja, nochmal Fazit zu dem Lied. Ich glaube, jetzt kommt eh nichts mehr. Ja, jetzt kommt eh nichts mehr. Großen Ganzen Fazit, mega geiler Beat, mega geile Atmosphäre, ja, mega geile Szenen, Farben mega gut ausgewählt. Die Damen gebe ich eine 8 von 10, hätte man vielleicht noch ein bisschen weniger Haut und ein bisschen, weißt du. Aber die Damen sind ja jetzt egal für das Musikvideo. Die Lines waren gut, ich habe jetzt aber nicht unbedingt mega fette Punchlines rausgehört, mega, mega gute Lines. Die Hook, mega, mega viel Potenzial, wie gesagt, angepasst an die heutige Rap-Szene. Also ich persönlich feiere das. Hätte mir vielleicht einen Ticken Autotune reingewünscht. Und gegen Ende vielleicht ein bisschen weniger. Ich hätte mir vielleicht noch einen dritten Part oder so gewünscht. Wäre vielleicht ein bisschen chilliger gewesen als dann dieses lange Polo Ferrari. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich würde das Ding im Auto hören, Digga. Ohne Scheiß. Vor allem der Beat. Auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich dem Lied locker 8, 9. Also feier ich brutal. Jetzt nicht, weil ich hier Arschkriecher-Modus bin oder so. Damals auch schon bei ApoRed gesagt, Alter, der hatte Lieder, da konnte ich kotzen. Und da gab es Lieder, habe ich gesagt, ey, mega, mega geil. So. Also ihr wisst auch, bei mir immer die ehrliche Meinung. Ich werde da kein Lied loben, das mir nicht taugt oder so. Wie gesagt, das ist meine Meinung. Auf jeden Fall Potenzial nach oben. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Wird nicht sein letztes Lied sein. Und ich bin mir sicher, er wird sich noch steigern. Also im Großen und Ganzen mega gut gerappt. Gute Lines dabei. Also was ich halt so zum Aussetzen hatte, war halt die Hook mit Polo Ferrari. Vielleicht ein bisschen Autotune und vielleicht ein bisschen kürzer. Und die Damen halt. Ne, und die Damen halt. Aber das war es eigentlich auch schon. Ja, Leute, das war's vom Reaktionsvideo. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von seinem Lied haltet. Würde mich mega, mega interessieren. In diesem Sinne wünsche ich euch auch noch einen wunderschönen Tag und haut rein. Wie war's, das Squad? Bis denne.